Sometime you'll win, sometime you'll lose. Oh. Got me sick. All these undercover haters talking reckless and shit. Got me sick. All these undercover girls getting naked with chips. Got me sick. All this work in your possession, you don't know how to flip. Got me sick. All around the block, but you scared of a pimp. I like bad hoes, true enough. Might have had those, I don't come. Looking mad though, in a tux, really wham, but I can't go. I didn't chucks, if I do, it's a west side party. All the homies invited. Grab a cup, get a glass, pour the handy inside it. I like alcohol and numbers, but don't let me combine it. I get loose, then they hit me and I'm often reminded. I'm a G, I'm a P, I'ma call like three. Different story, different shorty, I got all night free. Lot of hating, but the bigger picture's all I see. Oceanside on my cap and the OIT. Applying pressure, got me sick. All these undercover haters talking reckless and shit. Got me sick. All these undercover girls getting naked with chips. Got me sick. Was geht ab, YouTube? Pascal Su Bodybuilding in the building. Und willkommen im neuen Video. Und du fragst dich wahrscheinlich genauso wie ich, wie kann ein Video so viel Ehre haben? Ach, willkommen zum Wochenfeedback über meine Trainingswoche. Und ich dachte, ich gehe dazu mal ins Ehrenfeld. Denn ist das überhaupt Ehre? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall habt ihr unter den letzten drei Videos jedes Mal den Like-Rekord überboten. Ich glaube, im letzten Video 1500 Likes oder so. Das ist einfach krank. Und ja, ihr wisst, jeden Sonntag gibt es einen kleinen wöchentlichen Recap zu meinem Training. Und ich bin jetzt am Samstag durch mit meinem Training. Insgesamt war diese Woche entspannt. Das sollte sich auch sein. Das habe ich im letzten Video ja auch schon angekündigt. Diese Woche soll mich entlasten und Stress abbauen. Es steht ein neuer Blog an, den ich gestartet bin. Da gehe ich auch gleich mal ein bisschen ins Detail an. Und ja, fangen wir mal Montag an. Also Montag, das erste Training of the week. Ich hatte, Jesus Maria, Competition Squats auf dem Plan, 3x7 mit 170 Kilo, was nicht so schwer ist oder so. Cardio-mäßig, aber schon ein bisschen. Ich habe geschwitzt wie Sau. Ich muss sagen, am Anfang der Woche war ich eben auch noch, also meine Stresslevel waren sehr hoch und ich sag mal, ich kann es ja gar nicht so genau benennen, aber diese Erkältungs- Symptome, keine Ahnung was, waren recht hoch. Also ich habe geschwitzt wie Sau. Ich habe auch in Ruhe geschwitzt, wenn ich einfach nur chille. Nachtschweiß, mega. Ich war auch im Laufe der Woche noch beim Arzt, kommen wir gleich zu, dass wir da ein bisschen mehr wissen. 3x7 auf dem Plan, nichts Besonderes. Und dann kommen wir schon zur ersten Variation, Slow Eccentric Double Paused Squat. Beste Übung, nicht? Ich hatte 140 Kilo auf dem Plan, was nicht sonderlich schwer ist, aber halt, ich musste in die Übung erstmal reinkommen, ein bisschen die Koordination finden und es ist halt einfach anstrengend, weil ich nie wirklich mal eine Tempo-Variation gemacht habe und jetzt ein bisschen länger unter Spannung zu sein, hat schon für den Muskelkater auf Doom gesorgt, würde ich mal sagen. Naja, es ist eine ganz gute Übung, soll ein bisschen die technischen Feinheiten, die mir noch aktuell so ein bisschen fehlen, wieder ausgleichen, dass ich zu früh mich nach vorne kommen lasse, die Knie zu früh wieder rausziehe und nicht ganz optimal auch runterkomme. Das versuchen wir zu verbessern. Danach 2-Counts Bodo Bench Press im 4x4 mit 120 Kilo, recht leicht. Push-Ups und Face-Pulls. Damit sind wir mit dem ersten Tag durch. Am zweiten Tag, Dienstag, mache ich dann immer meine ganze Büroarbeit. Das ist immer so mein Bürotag. Da habe ich ordentlich reingeackert. Ist auch nichts Spannendes. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwas interessant machen, was nicht interessant ist. So, dann kommen wir zum Tag 2, also dem Mittwoch. An dem Tag trainiere ich meinen Sumo Deadlift und meinen Bench Press. Also Tag 1 Squat und Bench, Tag 2 Deadlift und Bench. Und da hatte ich ein 3x3 im Heben auf dem Plan mit 225 Kilo. Die waren auch sackschwer, aber nicht so schwer wie die Woche zuvor. Da hatte ich 235 für 4 gehoben und die waren sack schwer. Und das hier war nur sack schwer, wenn ihr versteht, was ich meine. Den ersten Satz wieder im Hook Grip, den blende ich mal hier ein. Und
und dann das Backoff ganz normal mit Zughilfen, wie immer. Wie gesagt, das war jetzt, war ganz okay. Ich bin sehr zufrieden mit der Technik. Ich habe es sehr gut hinbekommen, meine Arme ausgelockt zu halten, mit Geduld zu starten. Mein Rücken ist überhaupt nicht rund. Ich muss dabei also dazu sagen, an dem Tag habe ich noch, also erstmal, kommen wir erstmal zum Bankdrücken, wollen wir nichts überstürzen. Da wird es eigentlich recht spannend. Einmal 4 auf dem Plan zur RP 8 und da hatte ich ja in der letzten Woche zur RP 8 ein Triple mit 160 gemacht, was zu schwer war. Gestehen wir uns ein, das war zu schwer. Das heißt, ich muss das diese Woche irgendwie besser machen, also habe ich gesagt, okay, eine Rep mehr, gleiches RPE. Ich kann jetzt nicht wieder 160 aufladen, auch wenn ich das gerne getan hätte. Also habe ich 157,5 genommen. Als ich gerade hergegangen bin, dachte ich mir so, ich mache so ein Video in so einem Kornfeld. Ne? Kennt ihr Science? Den Film Science mit Mel Gibson? Ich fand den Film mega krass früher. Ich war da, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Und Fun Fact, ich habe da gerade so drüber nachgedacht. Kennt ihr diese Szene, wo er nachts rausgeht mit der Taschenlampe, weil er was hört in den Feldern? So diese Aliens. Und dann filmt er so rum und dann fällt ihm die Taschenlampe runter. Und dann hebt er die so wieder auf und macht die so an. Filmt halt in so ein, also an so ein Kornfeld ran und dann verschwindet da gerade so ein Alienfuß. Ich habe sogar jetzt tagsüber gerade Gänsehaut und ein bisschen Angst. Und Fun Fact auch noch, den Film habe ich das erste Mal gesehen mit meiner damaligen ersten Freundin im Kino. Und ihr könnt euch vorstellen, was sie dann im Laufe des Abends noch alles sehen durfte, was sie erschrocken hat. Nein, Spaß, ich glaube, mit der ging damals sogar gar nichts, außer küssen. Naja, ich war ein Spätzünder, wisst ihr. Ich habe 157,5 genommen und das hauen wir jetzt mal hier raus. Hier. Guckt euch das mal an. Also die waren ganz gut, die waren ein richtiges RP8. Ich hätte echt noch mehr drücken können. Und dass ich letzte Woche 160 nur für 3 Reps bekommen habe zur RP8, schiebe ich halt einfach auf Tagesform. Weil ihr wisst, letzte Woche habe ich auch nachher die 100 Kilo Bench Press Challenge gemacht, einen Tag danach. Toll, also kann ich jetzt nicht sagen, dass die mich ermüdet hat dafür. Egal, da war ich generell ermüdet und generell im Arsch. Deswegen lief es halt nicht so gut. Ne? Jetzt beginnt ein neuer Block, ich bin wieder fit. Man muss auch sagen, ich habe letzte Woche Training geskippt am Freitag und Samstag. Also ich habe das letzte Mal Mittwoch trainiert, habe komplett geskippt. Deswegen hatte ich auch einen guten Muskelkater. Guckt euch nochmal das letzte Video an, wenn ihr wissen wollt, warum ich geskippt habe. Alrighty. Bench 2x4 noch hinterher mit 142 Kilo und Medium Grip Bench Press Paused, also mit einem leicht engeren Griff. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich greife mit dem Zeigefinger auf dem Ring. Bei dem Medium Grip greife ich mit dem kleinen Finger auf dem Ring. Genau, und Closed wäre dann nochmal 2 cm von den Ringen entfernt. Das habe ich dann auch noch gemacht an dem Tag, nichts Interessantes. Und RDLs sind wieder da, 3x8 mit 140 Kilo. Und die haben mir das Genick gebrochen, denn ich bin am Donnerstag schon aufgewacht mit leichten Rückenschmerzen. Also im unteren Rücken, diese Problematik, die ich ja schon länger mit mir rumschleppe. Und am Freitag dachte ich echt, ich bin ein Pflegefall, Mann. Ich wollte morgens aufstehen und ich hatte Training an dem Tag. Es tat so weh im unteren Rücken, ich konnte gar nichts. Ich meine, ich dehne dann meine Quads, meinen Hüftbeuger so ein bisschen, aber hauptsächlich die Quads und auch den Beinbeuger ein bisschen. Und dann verschwinden die Schmerzen, also ich bin sofort schmerzfrei. Ich kann dann trainieren, ich kann alles machen, aber im Alltag nervt es dich dann doch, besonders wenn du geschlafen hast, der Tonus der Muskulatur sich erhöht vielleicht in der Zeit, weil du dich eben nicht so viel bewegst und du dann aufwachst mit den Schmerzen der Vergeltung. So ein Dreck. Aber da ich ja nicht conventional hebe aktuell, stört mich das eigentlich kaum, weil Sumo heben kann ich komplett schmerzfrei, beugen kann ich komplett schmerzfrei. Es ist halt eher so ein Problem, was mich im Alltag extrem einschränkt oder nervt. Wenn ich dann morgens beim Bäcker sitze und meine Brötchen esse, kommen auch noch mal gleich zu dem Thema Essen, dann Schmerzen zu haben, ist halt nicht so geil. Naja, das war der Tod. Am Freitag, das war gestern, habe ich jetzt neuerdings wieder Beugen mit drin. Also Beugen Montag, Beugen Freitag, Beugen Samstag und Bankdrücken. Ne, Bankdrücken 3 Tage in der Woche, Beugen 3-mal in der Woche und 2-mal heben, einmal leichter, einmal ein bisschen schwerer. Oder schwer, wie auch immer man das sagen will. Auf jeden Fall hatte ich Safety Squat Bar Squats für 3x10. Ihr seht es jetzt gerade hier. Ich hasse Safety Squat Bar Squats wie die Hölle. Seit ich mir den Arm gebrochen habe, da konnte ich ja nur damit trainieren. Da musste ich mich damit anfreunden. Und ich muss sagen, sie haben einen richtig guten Effekt erzielt damals für mich. Ich sag mal so, es verlängert auch einfach den Hebel auf dem Oberkörper, weil du die Stange höher ablegst. Ne? Auch wenn der Schwerpunkt anders ist, liegt die Stange dir höher am Nacken. Das heißt, wenn du dich ein bisschen vorlehnst, wirst du gleich bestraft, weil du es wieder ausgleichen musst. Ne? Und das finde ich besonders gut, wenn du, wie ich, diese Vorderlage nicht zu doll tolerierst überhaupt, ne? Und viel über die Beine machen kannst. Also hat mir enorm viel gebracht. Finde ich, ist eine sehr geile Variation, aber ich hasse sie. Und besonders für 3x10 hasse ich sie. Danke, Coach. Aber ja,
Ich muss machen, was ich tun muss. Dann hatte ich noch Bench auf dem Plan. 4x6, also insgesamt 7 Sätze. 4x6 mit 130 Kilo und 3x6 mit 120 Kilo. Nichts Besonderes. Pull-Ups. 4x8 mit Zusatzgewicht. Fetti kann jetzt Zusatzgewicht an sich ranhängen. Obwohl, eigentlich kann er das nicht. Ich konnte es nur für 2 Sätze. Dann war mein Körpergewicht auf einmal doch wieder zu schwer. Externe Rotation am Kabel sind wieder drin. Finde ich eine sehr geile Übung für Schultergesundheit, weil ich ein bisschen gekämpft habe nach so viel Benchvolumen in der letzten Zeit. Und dann kommen wir zum Training heute und Jesus Maria, die Rückenschmerzen waren noch ein bisschen da, die musste ich mir heute Morgen rausrollen. Ich habe letzte Nacht miserabel geschlafen. Insgesamt habe ich mich die Woche gut erholt, ne? Aber ich habe recht viel Ermüdung wieder aufgebaut, weil ich halt einfach immer noch wenig Volumen toleriere. Was zur Hölle? Ihr seht immer nur das Beste von mir. Bevor ich jetzt aufs Training heute eingehe, ich war beim Arzt, ne? Man muss ja auch irgendwann mal zum Arzt gehen, man kann ja nicht immer dieselben Fehler machen. Und ich hatte auch einfach Angst, ist da vielleicht doch noch mehr mit mir los, weil mir war sehr lange schwindelig, diese Ehren fast, fuck. Und wenn man nicht, also ich habe keine Ahnung gehabt, was das jetzt war. Und das macht dann halt auch einfach ein bisschen Angst, ne? Ich hatte 2 Arzttermine am Donnerstag, und zwar einmal beim Zahnarzt und einmal bei meinem Hausarzt, um Blut zu entnehmen. So, interessanter erster Fakt, leider bin ich jemand, ich habe nie sehr viel Wert auf meine Zähne gelegt. Ich habe jetzt keine schlechten Zähne. Aber sie sind auch nicht, sie könnten wesentlich besser sein. Und ich habe da jetzt so ein paar Probleme, die mir der Zahnarzt erklärt hat. Ich war, glaube ich, 3 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt. Macht Babys, Kinder, don't try this at home. Ist halt leider so. So wie ich erzogen wurde, wurde da nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber das heißt ja nicht, dass man dieselben Fehler irgendwie in der Zukunft nicht ausbügeln kann. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt regelmäßig wieder zum Zahnarzt. Und er hat aber gesagt, dass wir halt ein Problem haben, weil ich hier oben eine Entzündung der Wurzel habe, die ich gar nicht merke. Aber er sagt, die ist halt da und die drückt halt auch auf den Nerv. Und das kann sehr viele Probleme machen. Ne? Zum Beispiel, dass da eben auch vielleicht aus dieser Zyste oder was auch immer, aus dieser Entzündung, was in die Blutbahn gerät, das ist ja auch sehr nah am Kopf und das Probleme macht. Ne? Das könnte zum Beispiel auch eine Erklärung sein, warum ich ja, diese Schwindelsachen habe, die ja nicht näher geklärt sind. Ne? Und von den Zähnen her kann halt viel kommen. Zum Glück hatte ich eben diesen Termin, weil das recht zeitnah jetzt auch gemacht werden muss. Plus er hat sich meine Weisheitszähne angeguckt, wo ich eigentlich dachte, die sind gut rausgekommen. Ich bin einer der Glücklichen. Er meinte, die müssen raus. Brudi muss los. Alle 4. Mal gucken, wann wir das machen. Das ist jetzt nicht so dringend. Diese andere Sache ist schon eher dringend. Das heißt, da müssen wir ran. Das machen wir jetzt in der Woche. Und ich hoffe, dass... Also vielleicht ist das ja einfach mit einer der Ursachen für die Problematik. Das wäre natürlich dann... Dann hätten wir es, ne? Naja... Auf jeden Fall war ich später dann noch bei meinem Hausarzt und habe mir Blut abnehmen lassen, habe ihm das nochmal geschildert, was die Probleme sind. Er hat Blut abgenommen und er sagte halt, wenn was dringend ist oder was ihn beunruhigt oder was auch immer, ruft er mich halt an dem Tag noch an bis 16 Uhr und er hat halt nicht angerufen. Genau um 16 Uhr hat jemand anderes angerufen und ich so, ich habe Krebs, fuck, nicht abnehmen. Hallo, nein, nein, bitte nicht. War halt irgendwie mein Zulieferer für T-Shirts. Dankeschön an der Stelle. Und ja, er hat mich nicht angerufen, das heißt, Schlimmeres ist wohl nicht da, aber Montag kann ich erst die Werte bekommen. Das heißt, Montag gucken wir uns das mal im Detail an. So. Das hat mich aber schon mal ein bisschen beruhigt, denn man läuft halt mit dieser Unsicherheit rum, die ist irgendwie schwindelig. Ich gucke runter. Ich hatte zwischenzeitlich 2, 3 Anfälle beim Autofahren. Auf einmal wurde mir so schwindelig. Also, dass sich halt alles dreht. Und du bist ja dann sofort auch nicht mehr in der Lage, dein Auto zu führen. Also, ich fahre dann rechts ran, halt an, ne? Stehe da dann und warte, bis mir nicht mehr schwindelig ist. Geht nur 10, 15 Sekunden. Aber in dem Moment weißt du nicht, was ist denn jetzt die Steigerung davon. Dir wird schwindelig, na, alles dreht sich. Was ist denn, wenn ne, der nächste Schritt ist, dir gehen die Lichter aus. Und wenn du dann Auto fährst, ist das sehr schlecht. Entsprechend versuche ich dann so schnell wie möglich heranzuhalten. Wir müssen dem Scheiß einfach irgendwie auf den Grund gehen. Und da sind wir jetzt dabei. Naja, auf jeden Fall hat das eben auch Einfluss auf, wie viel Volumen ich dann im Training abkann. Ne? Und das ist halt scheinbar nicht so viel. Denn heute hatte ich ein 4x4 Pin-Squat auf dem Plan. Pin-Squat ist back. Ich hasse Pin-Squats. Gut, ich war ermüdet, weil... Die ganze Woche war schon hart, ne? Montag schwer beugen, naja, semi-schwer, aber ein bisschen mehr beugen als sonst, was mir mehr Muskelkater beschert hat, weil ich halt ausgesetzt hatte. Mittwoch Sumo-Deadlift, was auch Quad-lastig ist, vor allem schwer. Freitag wieder beugen, Safety-Squat-Squats, die haben mir auch Muskelkater beschert, auch wenn es jetzt von der Dosis nicht so viel war, ne? 3x10 ist jetzt nicht die Welt. Und heute die Pin-Squats. Ich habe, wie gesagt, ich wollte eigentlich in den Bereich 230 für 4 von den Pins, aber ich habe die halt ewig nicht mehr gemacht. Deswegen habe ich mich erstmal hochgearbeitet. Als ich bei 210 angekommen bin, wusste ich, okay, das ist mein Gewicht für 4 Reps von den Pins zur RP7. Ne? Also recht leicht, eigentlich. Also noch 3 Reps im Tank zu haben. Ne? Das ist nicht leicht. Ne? Das strengt einen auch an, aber 3 Reps im Tank zu lassen, ist halt von der Intensität her doch nochmal was anderes. Thank you.
zwei Zehen genommen, einen Satz gemacht und dann musste ich runtergehen mit dem Gewicht auf 200, habe damit noch zwei Sätze gemacht und habe einen Satz gekickt, weil ich gemerkt habe einfach, wenn ich den jetzt noch mache, das war's dann, dann ist Feierabend, weil ich noch mehr Volumen an dem Tag auch auf dem Plan habe und Montag auch schon wieder beugen soll, was übermorgen ist. Das heißt, man musste halt immer so ein bisschen schauen, habe einen Satz geskippt, danach noch stiff-legged, Deadlifts gemacht, die sind jetzt auch wieder im Plan für 4x10. Die RDLs schmeißen wir wahrscheinlich raus, weil die für diesen Rückenschmerz, also ich vermute, dass die dafür verantwortlich waren. Ich meine, es ist ja am Ende eine konventionelle Bewegung oder conventional Deadlift-Bewegung, die mir Probleme macht, das weiß ich. Und von daher macht es vielleicht Sinn, ja, da ein bisschen hellhörig zu sein, weil sonst ist nichts neu und was für die irgendwie für die Probleme zuständig sein könnte oder verantwortlich. Also haben wir noch Stiff-Leg-Deadlifts, die RDLs tauschen wir wahrscheinlich aus, vielleicht auch nochmal durch Stiff-Leg-Deadlifts. Es gibt halt immer zwei Punkte, ne? Die RDLs sind halt einfach auch schwerer mit 140 Kilo und die Stiff-Leg-Deadlifts sind halt recht leicht mit 110 Kilo. Da kann natürlich auch schon das Problem liegen, wenn ich jetzt Stiff-Leg-Deadlifts schwerer mache, ist mir genau dieselben Probleme, beschwert. Okay, jetzt die Kamera ausgegangen. Das ist, auch wenn Sony gesagt hat, bei der 6400 haben wir dieses Problem gelöst und es wird nie wieder auftauchen. Danke Sony, aber vielleicht ist es auch ganz gut, denn ich habe schon unendlich viel geredet. Und ich höre wahrscheinlich nicht auf im Feld der Ehre. Naja, insgesamt sind wir auf dem Weg zur Norddeutschen Meisterschaft. Versuchen das Training dahin zu optimieren, das zu machen, wovon wir wissen, es funktioniert und es bringt mir Fortschritte. Und bis dahin müssen wir schauen, wirklich wieder gesund zu werden, diesen Kram irgendwie geregelt zu bekommen, einen guten Alltag zu implementieren, der mir ermöglicht, Leistung zu bringen. Und dazu spielt halt die Ernährung noch eine große Rolle. Und da ich mir nicht mehr vertraue, jeden Montag meine Diät neu beginnen, every Monday, habe ich mich dazu entschlossen, mir professionelle Hilfe zu holen und einen Ernährungscoach zu engagieren. Ich werde euch da in den nächsten Videos mal ein bisschen so auf dem Laufenden halten, was denn für Interventionen für mich notwendig sind. Ich vertraue mir einfach nicht mehr selbst. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, was ich tun sollte. Ne? Ich mache es halt einfach nur nicht. Und ich sehe auch irgendwo, also mir fehlt das Commitment. Und wenn du einen Coach hast, zumindest für eine gewisse Zeit, dann hilft dir das vielleicht, dieses Commitment zurückzugewinnen, von einer unabhängigen Seite aus mal beurteilt zu werden und auch jemanden praktisch ein bisschen, was schuldig zu sein. Also in dem Fall willst du ja deinen Coach dann auch nicht enttäuschen. Für mich funktioniert für meine Wettkampf, für die GmbF, mit einem Coach zu arbeiten. Und von daher möchte ich das jetzt wieder in Angriff nehmen, auch wenn es für Powerlifting nicht so wichtig ist. Und dann kann ich da auf jeden Fall einfach noch Potenzial liegen, was ich noch nutzen könnte. Und wenn ich so stark werden möchte, wie ich eben kann, dann möchte ich auch noch an dieser Variable ein bisschen optimieren, denn aktuell sieht das echt grottig aus. So, ich will das Video nicht mehr zu lang machen. Passt kurz zu Checking Out und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic. Oh. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.